Ja, moin zusammen. Hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich sitze heute in einem ID.5 GTX. Ja, der schnellsten Version der ID-Familie im Moment. Und ist ja im Prinzip der Bruder des ID.4 als Coupé und das auch noch in der sportlichen GTX-Version. Da bin ich total gespannt. Der Wagen ist auch in einem geilen, knalligen Rot gehalten. Wirkt schon sehr aggressiv. Und wie sich der Wagen so fährt und wieso seine Leistungsdaten sind und vor allem auch sein Verbrauch auf der Autobahn, das möchte ich heute mal austesten. Und es ist saukalt draußen. Wir haben es irgendwie 2 Grad, also es ist wirklich Winter. Und da muss der ID.5 GTX mal zeigen, was er drauf hat. Das wird ein super spannender Test. Wir fahren natürlich wieder von Bremen nach Bremerhaven. Die 130 Kilometer bei Tempo 130. Und ja, am Ende des Tests will ich natürlich auch wissen, wie schnell kann er laden. 175 kW stehen auf dem Papier. Schafft er das? Wie hoch ist die Reichweite? Wie hoch ist der Verbrauch? All das finden wir heute raus. Wird mega spannend. Also dranbleiben. Ja, wenn man in den GTX einsteigt, dann wird man hier begrüßt auf dem großen Display mit einer Uhr und dann kann man den Online- oder Offline-Modus wählen und dann ist man auch schon im System. Hier ist übrigens die Software 3.0 drauf, also tatsächlich aktuell. Und ich bin gespannt, wie sich das mit der Software dann darstellt, wenn ich den Wagen fahre, wo ich vor einem Jahr den ID.4 gefahren bin. Da war ja noch die Software 2. irgendwas und die war doch sehr, sehr laggy und bediente sich nicht so flüssig. Und da bin ich gespannt, wie sich die 3.0er-Software jetzt hier schlägt. Heute. Ansonsten vom Interieur ist es im Prinzip das gewohnte ID-Niveau. Wir haben hier sehr viel Plastik leider, aber es ist doch einigermaßen weich unterschäumt. Hier haben wir so Kunstleder, diesmal in Blau gehalten mit roten Ziernähten. Auch hier oben auf dem Armaturenbrett so blaues Kunstleder, rote Ziernähte, Klavierlack. Hier ist ja etwas weicher aufgeschäumtes Kunststoff. Ja, die Armlehnen, da kann man sich drüber streiten, ob man die gut findet. Ich finde sie pottenhässlich, muss ich zugeben. Es gibt natürlich auch 2 davon, die man so auch komisch verstellen kann. Und Klavierlack in der Mittelkonsole, 2 Cupholder. Hier haben wir noch induktives Laden, 2 USB-C, noch mehr Fächer, die man auch so ein bisschen variieren kann. Ansonsten gewohntes Niveau. Alles gut verarbeitet, bis auf eine Sache, die mich beim Hinfahren hier nach Hause vom Autohaus schon gestört hat, am Lenkrad. Natürlich wieder die Folientasten, aber hört mal. Hört ihr das? Das ist das linke Tastenfeld. Das ist irgendwie locker. Und jedes Mal, wenn man die Tasten irgendwie versucht zu drücken, dann knarzt es und quietscht es. Das regt mich jetzt schon auf. Also das würde ich so dem Autohändler nun wirklich nicht durchgehen lassen. Ja, und wie sich die Software 3.0 verbessert hat, das will ich euch auch mal kurz zeigen. Also wir haben hier ja das Zentraldisplay und also abgesehen davon, die Flüssigkeit der Bedienung ist deutlich verbessert worden. Auch die ganze Navigation mit der Ladeplanung, also das ist richtig gut. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal ein Ziel eingebe, das kann ich auch per Sprache machen. Hallo ID, fahre mich nach München. Meinten Sie Hutturm, München? Nein, ich meinte München. Aber ich nehme mal das München Nummer 4 in Bayern. Zack. Okay, München Zentrum. Gute Fahrt. So, er hat die Route. 8 Stunden, 7 Minuten. Die würde ich jetzt übernehmen. Start. Bitte fahren Sie zur angezeigten Route. Und jetzt müsste er mir die Ladestopps einplanen. Notwendige Ladestopps. Das sagt das Navi mir auch. Wunderbar. Route wird nochmal berechnet, da werden die Ladestopps eingerechnet. Okay, 2 Stück habe ich hier. Da kann ich ja mal schauen, was es mir vorschlägt. Also, den ersten Ladestopp nach 282 Kilometer bei einer Totaltankstelle offensichtlich 175 kW. Das ist ja im Prinzip die Ladeleistung hier vom ID.5, wunderbar. Kann man auch drauf drücken.
Und dann wird mir angezeigt, da komme ich mit 13% an und ich soll bis 78% hochladen in 33 Minuten. So, zweiter Ladestopp ist ein 160 kW E-ON-Lader. Das möchte ich eigentlich ungern machen. Da komme ich auch mit 13% an, soll bis 69% in 26 Minuten laden. Und in München komme ich dann mit wie viel Prozent an? Mit auch 13%. Ja, heute haben wir es mit der 13. Ja, also zwei Ladestopps mit München von Bremen. Das ist ja sensationell, wunderbar, so wünscht man sich das. Man kann auch konfigurieren, dass man zum Beispiel nur Ionity anfahren möchte und auch die Ladeleistung über 100 kW oder ab 50 kW konfigurieren. Das geht alles. So muss das sein. Perfekte Ladeplanung, top. Ja, der Kofferraum vom ID.5 GTX, der ist gar nicht mal so klein. Der hat 549 Liter und das sieht doch relativ geräumig aus. Und wenn man die Rückbank umklappt, sind es sogar 1560. Und hier unten drunter ist noch so ein kleines Staufach für Ladekabel, liegt auch jede Menge drin. Dann wollen wir mal gucken, ob der Hund hier reinpasst. Aber das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Myla, komm mal rein. Ja, Hund ist drin. Das passt schon mal von der Fläche her. Jetzt mal gucken, ob das mit der Schräge auch geht. Achtung, Meiler, Kopf weg. Ja, das geht. Also Kopffreiheit hier, sie stößt mit dem Kopf ein bisschen an, wenn sie sitzt, aber es ist nicht ganz schlimm. Gucken wir uns mal von innen an. So, Meiler, dann zeig mal, wie sieht's denn aus? Das geht aber, ne? Ja. Jetzt mal alles beschnuppern. Setz dich mal hin. Mach mal Sitz. Ja, wunderbar. Ja, ihr seht, Hundetest bestanden. Auch in einem SUV-Coupé passt so ein Goldie rein. Hast du gut gemacht, Myla. Jetzt darfst du wieder raus. Und jetzt gucken wir uns noch mal die Platzverhältnisse auf der Rückbank an. Ja, das sieht sehr, sehr üppig aus. Werfen wir uns mal rein. Also ich sitze jetzt hinter mir, 1,82, und habe jede Menge Beinfreiheit. Das ist echt sehr, sehr üppig. Wunderbar. Also vier Erwachsene können hier locker sitzen. Ja, einen Mitteltunnel habe ich auch nicht. Das heißt Beinfreiheit. Man kann die Beine ausstrecken. So muss das sein. Ja, noch eine Kritik bei allem hohen Niveau hier. Das wird wahrscheinlich die Wärmepumpe sein. Wir haben jetzt ja relativ kalte Temperaturen mit den 2 Grad. Und ich stehe hier ja nur rum und parke. Aber auch während der Fahrt ist es mir schon aufgefallen. Vorne aus dem Motorraum. Da kommt so ein Geräusch, als würde da ein ganz kleiner klopfender Motor laufen. Vielleicht ein Kompressor oder so, also der Wärmekompressor, keine Ahnung. Irgendwas von der Wärmepumpe wird das sein. Und das hört man relativ deutlich, sehr präsent hier im Innenraum, auch während der Fahrt sogar. Und ich habe das Gefühl hier, ich sitze im Elektroauto und irgendwo läuft ein kleiner Motor. Also irgendwie, das nervt total. Aber gut, ansonsten Verarbeitung, wie immer VW-typisch, tipptopp. Die können Blech biegen, die können Autos bauen. Fahrwerk fühlte sich bis jetzt schon sehr, sehr souverän an. Das alles finden wir gleich raus auf unserer Reichweitenstrecke. Und da würde ich sagen, da fackeln wir jetzt nicht lange, sondern starten. So, noch eben schnell die Jacke ausgezogen. Mittlerweile ist es relativ warm hier im Auto. Ich muss mal kurz anschnallen und wir haben jetzt noch 86% bei 336 Kilometer Reichweite. Und dann schalten wir mal auf B und ich würde sagen, los geht's. Und er kommt hier gut um die Kurve. Wendekreis 11,6 Meter. Relativ klein für so ein großes Auto. Jetzt das ist richtig klasse. Und sofort rechts abbiegen. Oh, er will noch nach München navigieren. Das muss ich nur eben abschalten. Ja, und während der Fahrt hört man natürlich im niedrigen Geschwindigkeitsbereich den künstlichen Sound. Der ist aber sehr angenehm, überhaupt nicht aufdringlich, total leise. Aber irgendwie hat er was, den finde ich richtig gut. Und was ich leider immer noch höre, ist dieses Klopfen von der Wärmepumpe. Dieses kleine Kompressorgeräusch da. Das nervt leider ein bisschen. Ja, und Fahrwerk natürlich typisch VW, super gut abgestimmt. Die Gullideckel hier, die schluckt das Auto sehr souverän. Natürlich hört man sie, aber es ist genau die richtige Mischung zwischen Komfort und Sportlichkeit. Und auch wenn ich hier so um die Kurve fahre, ja, es fühlt sich alles wunderbar geschmeidig an hier. Ja, natürlich hat der ID.5 hier eine perfekte Verkehrszeichenerkennung. So sind wir das ja schon von den anderen IDs gewohnt. Das ist ja natürlich genauso. Was er hier leider nicht hat, zumindest habe ich es nicht gefunden, auch in den Einstellungen nicht, dass er die Geschwindigkeit des Tempomats dann automatisch anpasst.
Vielleicht gibt es irgendwo noch eine versteckte Einstellung, habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Ich meine, beim ID.4 war das so damals. Aber hier scheint es nicht der Fall zu sein. Er warnt zwar, wenn ich zu schnell bin, aber passt die Geschwindigkeit nicht an. Das probiere ich auf der Autobahn nachher nochmal aus. Ja, ich bin jetzt auf B, wie gesagt. Und wenn ich jetzt mal Gas wegnehme, verzögert er fast bis zum Stillstand. Aber hinter mir ist einer. Ich will den jetzt auch nicht nerven. Ein E-Tron übrigens. Aber Rekuperation ist schön. Man kann, wenn man sehr vorausschauend fährt, damit auch One-Pedal-Driving machen. Wenn man auf D stellt, dann segelt man halt mehr. Das ist halt je nachdem, wie ihr das möchtet. Die einen sagen ja, auf der Autobahn ist D besser. Ich bin immer noch der Meinung, dass ich mit B auf der Autobahn sparsamer fahre. Schreibt mir noch mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Ich habe dazu ja auch schon mal ein, zwei Videos gemacht mit der Zoe damals. Würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet. B oder D auf der Autobahn? Ja, und auf dieser Straße darf ich nur Tempo 30 fahren. Hier sind aber doch viele Unebenheiten. Und hier hört man jetzt tatsächlich doch, wo ich das Fahrwerk doch gerade so gelobt habe, so ein unterschwelliges Poltern die ganze Zeit. Klong, 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 klong. Ja, das hat man sonst bei keinem anderen Auto gehabt bisher. Das ist ungewöhnlich. So, und an der Ampel, da macht dem ID.5 GTX auch so kaum jemand was vor. Ich meine, der hat 6,3 Sekunden von 0 auf 100. Das muss auch erstmal jemand schaffen hinter einem. Er zieht echt gut ab und vor allem ist es auch relativ zügig, wenn man ein bisschen das Gaspedal durchdrückt. Jetzt sind wir an der Ampel, das zeige ich euch gleich mal. Dann reagiert er auch sofort und hat nicht hier irgendwie noch eine halbe Gedenksekunde. Das ist ja manchmal so bei einigen Autos. Das werden wir jetzt sehen. Es ist grün. Ab geht's. Es drückt einen in den Sitz und man ist weg. Und ich bin jetzt schon bei 70. Das ist viel zu schnell hier. Also das geht richtig gut ab hier. 220 kW, 299 PS. Also dieses eine PS bis 300 hätten sie auch noch drauflegen können. Aber das macht echt Spaß, mit dem zu fahren. Und das Geile ist, hier ist noch eine Ampel. Da können wir das gleich nochmal machen. Und Gas, jawohl. Ah, geht gut zur Sache, wirklich. Also von Sekunde 0 an schießt er nach vorne. Das ist richtig klasse. Ja, ist wirklich so, der GTX, der verführt auch so ein bisschen zum Schnellerfahren, weil er einfach diese Power hat. Naja, jedenfalls, Wetter ist heute durchwachsen. Wir haben schönes Winterwetter, kalte Temperaturen, nasse Fahrbahn, leichter Nieselregen. Da wird es spannend. Ich weiß noch, als ich den ID.4 gefahren bin, im Sommer, da hatten wir 20 Grad. Und da lag der Durchschnittsverbrauch auf meiner Strecke bei 20,8 Kilowattstunden. Ob er das hier packt, ich glaube es ja nicht. Das Head-Up-Display hier, das ist richtig cool. Ist gestochen scharf, wunderbar hell, hat super Informationen. Auch mit dem Augmented Reality hier, dass es so 3D-Pfeile anzeigt und irgendwelche Hilfslinien. Das hat was. Echt schick. Er hat auch einen aktiven Spurwechselassistent hier irgendwie drin. Aber dann, wenn ich die Spur gewechselt habe, dann fängt er sich nicht wieder auf der Fahrspur, obwohl ich den Travel Assist anhabe. Sondern er eiert dann so ein bisschen rum und er wollte so ein bisschen weiter nach rechts noch überschießen, über die Markierung. Da musste ich dann von Hand eingreifen. Also so richtig souverän finde ich den Travel Assist auf der Autobahn nicht. Das war schon beim ID.4 so. Und hier, aktuelle Software 3.0, ist es jetzt leider auch nicht wirklich viel besser. Also ich habe immer das Gefühl, ich müsste doch potenziell eher ein bisschen eingreifen. Aber das restliche Fahrverhalten, Lautstärke und so weiter ist wirklich erste Sahne. Also sehr, sehr leise hier drin. Rollgeräusche ein bisschen wahrnehmbar, Windgeräusche so gut wie gar nicht. Wir haben es aber auch nicht sehr windig heute, ist relativ windstill, aber trotzdem, es ist unglaublich angenehm hier. So, auf geht's. Hier ist freigegeben, ab jetzt heißt es 130 bis Bremerhaven, das sind noch so gut 50 Kilometer. Und auf der A27 hier ist es ja immer gut zu fahren Richtung Norden, da ist relativ wenig los. Kann man also konstant 130 durchfahren, das ist perfekt für so einen Test.
Sitze gefallen mir ziemlich gut. Die sind jetzt hier nicht sehr sportlich, aber haben einen ganz guten Seitenhalt. Könnten fast ein bisschen enger sein. Sind so Stoffsitze mit so Kunstlederwangen. Sind sehr bequem, haben auch die richtige Härte für mich. Und also ich sitze hier ziemlich gut. Leider kann man die Sitze hier in diesem Auto nicht kippen. Also man kann sie hoch und runter stellen. Es gibt auch keine Oberschenkelauflage, die man ausziehen könnte. Und man kann sie nicht irgendwie in der Neigung verstellen. Das ist ein bisschen schade. Hätte ich mir irgendwie noch gewünscht, weil so finde ich auf Langstrecke sind die Oberschenkel immer so ein bisschen in der Luft und ermüdet dann so ein bisschen. Wäre schöner, wenn man das etwas steiler stellen könnte. Aber hier leider nicht machbar. Ja, preislich geht der Spaß hier los beim ID.5 GTX bei so 53.500 Euro. Das ist dann aber nur ein nackter Hirsch, da ist dann noch nichts drin. Also um noch so ein bisschen Spaß dabei zu haben, da liegt man dann eher bei 58.000 bis 60.000. Und dann gehen halt noch die 7.500 Förderung runter. Im Moment noch. Nächstes Jahr sieht das dann noch ein bisschen weniger aus, aber es ist immer noch Förderung, die runtergeht. Also, naja, man hat aber auch ein sehr gutes, reisetaugliches Auto mit einer richtigen Größe. Also vier Erwachsene können hier locker sitzen und locker gute Strecken zurücklegen. Auch von der Reichweite, da gibt ja VW an bis zu 500 Kilometer. Also schwankt zwischen 490 und 512, je nachdem, wo man hinguckt. Welche Pressemeldung, sag ich mal. Und natürlich ist das in der Realität nicht ganz machbar. Das finden wir heute noch raus, wie die Realität aussieht, vor allem auch im Winter. Aber man hat hier echt ein gutes, reisetaugliches Auto. Auch der Kofferraum ist ziemlich gut mit seinen 549 Liter. Plus umgeklappter Rückbank ist man dann bei 1560 so. Also da kann man schon einiges reinstecken oder reinladen in das Auto. Aber jetzt nach 30 Kilometer liegen wir bei 25,2 Kilowattstunden. Das hatte ich so erwartet, ist schließlich ziemlich kalt. Und einen Wind haben wir doch ein bisschen. Ich sehe das an den Windrädern. Der kommt aber momentan schräg von hinten. Das heißt, der ist für den Verbrauch erstmal nicht schädlich, sondern eher im Gegenteil. Schiebt uns ja quasi ein bisschen mit an. Das heißt, es müsste auf der Rückfahrt dann eigentlich ein bisschen mehr werden. Aber der Akku erwärmt sich jetzt ja, wenn wir unterwegs sind. Das heißt, da geht auch ein bisschen Energie verloren. Und wenn wir dann die Wende machen, dann sollte er eigentlich so langsam auf Betriebstemperatur kommen. Das heißt, das sollte sich dann eigentlich wieder beruhigt haben. Ja, wir sind jetzt bei 59 Kilometer. Da vorne ist gleich wieder die Ausfahrt, wo wir die Wende machen. Wir sind jetzt bei 24,8 Kilowattstunden. Ist wie gesagt oder wie gehofft noch ein bisschen gesunken. Und dann schauen wir, ob das so bleibt. Ja, und heute haben wir mal wieder rot und jetzt sind es 64 Kilometer und 23,9 tatsächlich. Also ist mal deutlich runtergegangen, weil wir hier so einen halben Kilometer mit Tempo 60 ungefähr quasi in die Innenstadt fahren mussten. Jetzt machen wir hier gleich die Wende. Dann werden wir auf der Rückfahrt ein bisschen Gegenwind haben. Dafür sollte der Akku einigermaßen warm sein. Da bin ich gespannt, wo wir am Ende landen. So, wir sind wieder auf der Rücktour. Wir haben jetzt noch 63% im Akku, 229 Kilometer Reichweite und das nach ungefähr 70 Kilometer gefahrener Strecke. Das heißt, mehr als 100 Kilometer verloren für 70 Kilometer ist nicht ganz genau die Reichweitenanzeige, weil wir jetzt ja eben auch Autobahn fahren. Und dieser Wagen als Vorführer wurde vermutlich eher so in der Stadt oder auf der Landstraße bewegt. Von daher ist halt die Berechnung entsprechend dem Fahrstil angepasst. Der hat jetzt 6.500 Kilometer gelaufen und ich kann euch mal eben zeigen, was der Langzeitverbrauch ist. Nach 6.500 Kilometer ist der Langzeitverbrauch hier von diesem ID.5 18,4 Kilowattstunden. Ja, das sieht doch viel besser aus als die 24,2, die wir jetzt gerade wieder haben. Ist klar, Autobahn, kalt, bisschen Nieselregen, das geht natürlich auf die Reichweite.
Ja, übrigens auch der Mehrverbrauch jetzt im Winter ist ja auch ganz klar. Wir haben jetzt ja im Prinzip 2 bis 3 Grad und beim letzten Test mit dem ID.4, der ja deutlich besser im Verbrauch war, waren es 20 Grad und es war früher. Das heißt, wir haben jetzt so 18 Grad weniger Temperatur, also geringere Temperatur. Und bei je 10 Grad erhöht sich der Luftwiderstand im Prinzip um 3 bis 4%. Das heißt, wir haben so rund 7 bis 8% mehr Luftwiderstand heute bei diesem Test. Was natürlich bedeutet, dass der Verbrauch auch dadurch 7 bis 8% höher ist in der Regel. Kann man zumindest mal so grob sagen. Und obwohl der CW-Wert hier 0,01% oder was, nee, 0,01 Punkt geringer ist als beim ID.4. Wir haben hier 0,27, der ID.4 hat ja 0,28. Da ist natürlich durch den höheren Luftwiderstand draußen der Verbrauch automatisch höher. Abgesehen davon, dass eben der Akku geheizt werden muss. Ja, Stichwort Lieferzeiten. Das wechselt ja immer mal so ein bisschen. Aber jetzt so zu diesem Zeitpunkt, da muss man doch relativ lange auf dem ID.5 warten. Also könnt ihr schon rechnen bis zum Jahr. Vielleicht habt ihr Glück und ihr bekommt ihn früher. Das ist vielleicht auch von Händler zu Händler verschieden, ob er Kontingente vorbestellt hat oder nicht. Aber ihr müsst auf jeden Fall ein bisschen Sitzfleisch haben, wenn ihr so ein Auto bestellt. Ja, und statt das Auto zu kaufen, wäre doch vielleicht ein Abo für euch ganz interessant. Und da würde ich euch InstaDrive empfehlen. Dort sind alle Kosten im Abo-Preis enthalten. Wartung, Winterreifen, Verschleiß, Versicherung, alles. Sogar den Strom müsst ihr nicht bezahlen, zumindest nicht für die ersten 5000 Kilometer. Wenn ihr bei InstaDrive über meinen Empfehlungslink, den habe ich hier unten in der Videobeschreibung, wenn ihr dort ein Auto abonniert und meinen Empfehlungslink benutzt, bekommt ihr 5000 Freikilometer und habt den Strom umsonst. Also schaut da doch unbedingt mal rein. Also ich finde 130 mit dem ID.5 eigentlich eine ziemlich gute Reisegeschwindigkeit. Sehr komfortables Fahren. Ihr könnt, wenn ihr wollt, übrigens 180 fahren. Da ist er auch ein bisschen schneller als der ID.4. Der war ja bei 160 abgeregelt. Hier geht es bis 180 und dann ist Schluss. Auf dem Tacho steht dann wahrscheinlich 183. Das finde ich auch ganz gut, dass man mal ein bisschen schneller fahren kann, wenn man mal irgendwie zügig jemanden überholen möchte. Muss ja nicht auf Dauer sein, aber zumindest mal temporär. Und das ist schön, dass sie ihm hier ein bisschen mehr Speed gegönnt haben. So, wir haben jetzt 33% Akkuverfahren, also im Prinzip genau ein Drittel. Und wir sind 93 Kilometer weit gekommen damit im Moment. Also 93 mal 3, das heißt, wir sind unter 300 Kilometer, eher so bei 280 bis 290 Kilometer. Das klingt doch erstmal gar nicht so schlecht, aber der Test ist ja noch nicht vorbei. Abgerechnet wird wie immer erst zum Schluss. Ja, jetzt haben wir gleich 120 Kilometer geschafft und wir sind bei 24,9. Das heißt, um die 25 ist er dann doch geblieben. Jetzt geht es am Ende noch ein bisschen durch die Stadt, da wird es noch ein bisschen runtergehen. Auf jeden Fall haben wir jetzt noch 43% im Akku, das heißt, genau 43% haben wir auch verfahren. Reichweite im Moment noch 144 Kilometer. Ja, wir sind wieder angekommen nach 129 Kilometer und haben 24,3 Kilowattstunden am Ende auf der Uhr stehen. Das heißt, es ist noch ein bisschen runtergegangen und wir haben 41% noch im Akku, 140 Kilometer Reichweite. Das heißt, wir haben 45% verfahren für diese 129 Kilometer. Ja, und wenn wir uns das mal ausrechnen, dann kommen wir hier mit dem 77 Kilowattstunden Akku 280 bis 290 Kilometer auf der Autobahn bei Tempo 130 und diesen Bedingungen von heute. Das heißt, es ist winterlich 2 bis 3 Grad. Wir hatten auch ein bisschen Wind. Auf der Hinfahrt war es eher Rückenwind, auf der Rückfahrt war es eher Gegenwind. Aber nun, ich hätte mir ehrlich gesagt gewünscht, ein bisschen mehr über 300 zu kommen. Das ist ein bisschen schade. Das heißt, der ID.5 GTX ist nicht ganz so effizient, wie ich gehofft habe, zumindest nicht im Winter. Das ist aber jetzt nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist das Laden. Und da soll er ja mit 175 kW Ladeleistung doch relativ schnell wieder auf der Straße sein. Von 10 bis 80% in 30 Minuten, sagt man. Und dann kommt man wieder die 240, 250 Kilometer. So ist es ja eigentlich top und das probieren wir natürlich aus. Ich muss noch ein bisschen runterfahren. 41% habe ich jetzt, bis auf 10% will ich runter. Dann heißt es jetzt noch ein bisschen Stoff geben.
Ja, der ID.5 GTX. Wie finde ich ihn nun? Also er hat in meinen Augen Licht und Schatten. Also ganz toll finde ich zum Beispiel jetzt hier die Software 3.0 von VW mit der Ladeplanung. Das funktioniert wirklich reibungslos. Auch die Flüssigkeit der ganzen Bedienung, das ist viel, viel besser als noch im letzten Jahr. Damit kann man arbeiten. Das haben sie wirklich gut nachgebessert und so hätte man das gleich am Anfang an erwartet. Dann das Head-Up-Display. Das ist richtig klasse. Sieht super scharf aus, hat super Informationen. Diese Augmented Reality Darstellung, die ist regelrecht sexy, kann man fast schon sagen. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann das Raumangebot hier. Hier können 4 Erwachsene problemlos sitzen und auch lange Reisen absolvieren. Auch die Sitze sind sehr bequem. Der Seitenhalt ist gut, die Festigkeit ist gut. Hinten der Platz, wie gesagt, mit dem Kofferraum, der hat eine ganz gute Größe. Der Hund passt rein. Das ist alles wunderbar. Sehr gut hat mir auch die Spritzigkeit gefallen. Also der ID.5 GTX geht echt gut ab mit seinen 6,3 Sekunden. Das macht richtig Freude, auch diese Gasannahme. Am Anfang, wenn man das Gaspedal runterdrückt, ist er sofort da und hat nicht irgendwie eine Gedenksekunde. Das macht richtig Laune. Ja, die Verarbeitungsqualität, die ist auch sehr, sehr ordentlich. VW-typisch halt, die können Autos bauen, das wissen wir ja. Wobei wir da so 2 kleine Kritikpunkte haben, nämlich hier einmal das knarzende Lenkrad hier, diese Folientastatur. Und dann habe ich immer wieder hier aus der Mittelkonsole, da wo der Monitor ist, der auch aus Plastik ist, da ist es, wenn man in Kurven fährt, dann scheint sich der Wagen so ein bisschen zu verwinden und da gibt es immer so ein Knistern hier aus dieser Ecke, genau da, wo dieses Zentraldisplay ist, dieses Hartplastik mit dem Klavierlack. Das knistert immer so, wenn man irgendwie in Kurven fährt. Das ist eher ein Kritikpunkt, würde ich mal sagen. Ja, weiterer Kritikpunkt ist für mich auch diese Wärmepumpe oder der Klimakompressor, was auch immer es ist, aus dem Motorraum. Dieses Geräusch, wenn es irgendwie anspringt, das ist relativ häufig und auch relativ lange. Und das hört sich an wie so ein ganz kleiner Kolbenmotor im Prinzip, der ständig klopft. Und das nervt mich tierisch, gerade weil wir hier in so einem leisen Elektroauto sitzen. Ja, und der Verbrauch mit seinen 24,3 auf meinem Testzyklus, ja, der ist nun wirklich nicht der beste, wobei man sagen muss, heute waren die Wetterverhältnisse auch kalt, also es war ein regelrechter Wintertest, von daher kann man das natürlich erklären, aber wenn ich bedenke, dass der ID.4 im Sommer 20,8 gebraucht hat, da sind die 24,3 mit dem ID.5, der ja eigentlich sparsamer und effizienter sein soll, schon ein bisschen schwach, muss ich sagen. Da hätte ich mir viel mehr erwartet, so 22,5 Kilowattstunden. Ansonsten ein ordentliches, sehr solides Elektroauto mit einer ordentlichen Reichweite. Und wir haben ja hier auch gesehen, an dem Langzeitverbrauch von den 6500 Kilometern, da liegt er bei 18, irgendwas auf der Landstraße und in der Stadt. Und damit sind dann die 400 Kilometer absolut realistisch. Man fährt ja auch nicht jeden Tag Autobahn. Ja, das war also mein Video zum ID.5 GTX. Ich habe mich gefreut, diesen Wagen fahren zu dürfen. Und ein ganz, ganz großer Dank geht an Autohaus Warnke in Tarmstedt. Ihr habt mir diesen Wagen freundlicherweise zur Verfügung gestellt, auch wenn er doch sehr gefragt ist für Probefahrten. Vielen Dank, dass ich den einen ganzen Tag lang testen durfte. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert meinen Kanal. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Dann sehen wir uns. Bis dahin, macht's gut. Ciao.